Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum der Red Bull nicht rot ist? In diesem Video werfe ich einen Blick auf alle 10 Formel 1 Teams und deren Hauptfarbe und warum es eigentlich zu dieser Hauptfarbe gekommen ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Und fangen wir mal an mit Aston Martin. Die fahren ja im klassischen British Racing Green. Das kennen die einen oder anderen von euch wahrscheinlich schon. Aber jetzt müssen wir uns fragen, warum eigentlich Racing Green? Wie kommt es dazu, dass Großbritannien mit der Farbe Grün assoziiert wird? Und hier müssen wir wirklich die Zeit ganz, ganz weit zurückdrehen, nämlich in die Anfänge der eigentlichen Automobilindustrie. Natürlich, als es die ersten Autos gab, gab es auch schon die ersten Verrückten, die gesagt haben, lasst uns doch Rennen fahren. Das hat die britische Regierung damals verhindert, indem man verboten hat, dass auf britischen Straßen Autorennen gefahren werden dürfen. In Irland galt diese Regelung aber nicht und so sind die britischen Fahrer nach Irland gefahren, um dort dann ihre Autos schnell auf den Straßen zu bewegen. Und als dann 1903 das erste Mal ein internationales Automobilfestival stattfand, wo dann auch Rennen gefahren worden sind, haben die Briten der grünen Insel sozusagen damit Ehre gewiesen, dass sie auch die Autos auf diesen Rennen in grün lackiert haben. Und als dann die internationale Automobilvereinigung auch für alle Länder feste Farbcodes sozusagen dann vergeben hat, haben die Briten gesagt, wir bleiben bei unserem Racing Green, wir nennen das British Racing Green. Und dieses Racing Green, das assoziieren wir ja mit sehr, sehr vielen britischen Automarken, nicht nur Aston Martin, sondern auch beispielsweise Jaguar, die ja auch in grün in der Formel 1 angetreten sind, oder aber auch Lotus. Dass die Internationale Automobilföderation Anfang des letzten Jahrhunderts verschiedene Farben für die Länder vergeben hat, hatte ich ja gerade erzählt, und dass Italien natürlich rot gewählt hat, das erkennt man heute noch beispielsweise am Ferrari, der ja im berühmten Rosso Corsa lackiert ist, also diesem sehr, sehr signifikanten Rot. Es gibt die Legende, dass es wohl einen italienischen General gab, der sehr, sehr wichtig für die Unabhängigkeit Italiens war und der ist mit seinen Soldaten immer in Rot marschiert. Ob das aber wirklich der Grund ist, warum die italienischen Autos dann rot waren, weiß man auch nicht. Bevor diese Farben dann vergeben worden sind, ist bereits Fiat immer mit der Farbe Rot angetreten und das relativ erfolgreich. Vielleicht hat man damals auch sehr, sehr pragmatisch einfach entschieden. Wir Italiener, wir bleiben bei Rot. Und diese Farbe, die wurde ja trotzdem dann auf jeden Fall sehr, sehr legendär. Aber wusstet ihr, dass es auch mal einen Ferrari in der Formel 1 gab, der nicht rot war? Mit diesem Ferrari konnte John Surtees 1964 sogar die Formel 1 Weltmeisterschaft für sich entscheiden. Das hat nämlich auch einen sehr, sehr kuriosen Hintergrund. Enzo Ferrari hat sich damals nicht nur mit der FIA, sondern auch mit dem italienischen Automobilverband verstritten, hat dann seine Lizenz und seine Ferraris sozusagen an ein nordamerikanisches Team verkauft. Die Fahrer, das Auto, das blieb natürlich gleich. Aber damals galt immer noch die Regelung, dass das Team die Farbe annehmen musste, wie das Land, aus dem das Team kam. Und das war halt eben dann USA. Damals waren die Farben für die USA blau und weiß und so war halt dieser Ferrari 1964 in der letzten Rennen der Saison blau und weiß. Verrückt, oder? Ein Fun Fact zu Ferrari habe ich aber noch. Zwischen den Jahren 1996 und 2007, dann aber auch beispielsweise in den 10er Jahren, ist das Ferrari Rot ein bisschen anders gewesen als das typische Rosso Corsa, was wir auch beispielsweise dann auch wieder 2022 und 2023 auf den Autos gesehen haben. Es war deutlich heller. Warum war das so? Man hat gemerkt, dass bei den TV-Kameras gerade in den 90er Jahren das Rosso Corsa sehr, sehr dunkel rüberkam, fast schon bräunlich. Man wollte hier auch einfach den Sponsoren ein bisschen was Gutes tun, einen noch leuchtenden Ferrari auf den Strecken und vor allem an den TV-Kameras präsentieren. Deswegen ein helleres Rot, aber ich bin froh, dass die Ferrari-Autos heute auch wieder dieses dunkle Rosso Corsa haben. Damit haben wir natürlich auch Alfa Romeo abgehakt, ebenfalls ein italienischer Automobilhersteller, der auch schon in den Anfangszeiten der Formel 1 ebenfalls mit diesem Rot angetreten ist, genauso wie Ferrari. Heutzutage sieht man das bei dem Alfa Romeo Modell natürlich auch noch, auch wenn Alfa Romeo eigentlich eher nur als Sponsor agiert und das Team natürlich trotzdem die Basis im sauber Formel 1 Team hat. Und ich denke, deswegen sehen wir natürlich auch noch sehr, sehr viel Weiß, was man ja ein bisschen so dem Sauberteam zuordnet. Welche Farbe wurde damals eigentlich den deutschen Autos zugeordnet? Die Antwort ist tatsächlich Weiß. Nicht Silber, sondern Weiß, das waren die Farben der Autos,
der beispielsweise der Mercedes-Boliden, die dann Anfang des letzten Jahrhunderts bei Rennen teilgenommen haben, auch in den Anfängen der Formel 1, also sogar noch in den 30er Jahren, als es vielleicht noch keine Weltmeisterschaft gab, aber sicherlich schon Formel 1, aber auch andere Formelrennen gab, da hatten die Mercedes immer die weiße Farbe. Aber warum sind wir denn jetzt eigentlich diese Silberpfeile gewohnt? Warum verbinden wir den Mercedes mit dem Silberpfeil? Das hat auch einen sehr, sehr kuriosen Grund. Es gab mal ein Rennen auf dem Airbus in den 30er Jahren und damals hatte man erkannt, dass das Auto ein bisschen zu schwer ist, dass man hier sogar ein bisschen Probleme hat mit dem Maximalgewicht, was damals zugelassen war. Und man hatte dann einfach eine sehr, sehr clevere Idee. Man hat den weißen Lack einfach abgeschabt und hatte damit sozusagen ein aluminiumfarbenes Auto, weil dann einfach die Farbe des Motors und der anderen Teile einfach hervorgerufen wurde. Man war damit nicht nur leichter, sondern auch schneller natürlich. Und so ist der Mythos des Silberpfeils geboren, den natürlich dann auch die Zuschauer und die Kommentatoren dann an der Strecke erkannt haben. So wurde dann auch beispielsweise Fangio im Mercedes Weltmeister. Und natürlich spätestens mit dem Comeback von Mercedes als Werksteam 2010 kehrte dann der Silberpfeil zurück in die Formel 1. 2020 und 2021 hatte man ja ein schwarzes Grunddesign gewählt, aber 2022 und auch jetzt 2023 erwarten wir wieder einen Silberpfeil. Und die Farbe Türkis, die assoziiert man ja mittlerweile auch ein Stück weit mit dem Mercedes-Team. Die kommt natürlich vom Sponsor Petronas, der auch seit 2010 da war und es auch irgendwie geschafft hat, seine Farbe immer prominenter irgendwie auf dem Auto dann auch zu platzieren. Ich finde aber diese Mischung zwischen Silber und dem Türkis sehr, sehr gelungen. Sie passt einfach sehr, sehr gut zu diesem neuen Mercedes-Team. Kommen wir zu Alpine und dem unverwechselbaren Blau. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass ihr gerade denkt, ja, ist ja klar, Jay, Blau war dann einfach die Farbe, die dann Frankreich zugeordnet worden ist. Alpine ist ein französisches Team. Deswegen blau. Die Antwort ist jein. Hört mir genau zu, denn Alpine wurde in den 50er Jahren gegründet, ist ja eine Tochterfirma sozusagen vom Renault-Konzern. Und der damalige Firmengründer Redelet hat dann seine ersten Modelle in den Farben Weiß, Rot und Blau präsentiert, also den französischen Nationalfarben. Und am Anfang ist auch beispielsweise Redelet dann mit seinen Alpines im Motorsport aktiv geworden, hat dann aber eher ein weißes Modell bevorzugt. Erst als dann Alpine vor allem im Rallye-Sport sehr, sehr erfolgreich war, hat sich dann die Farbe Blau durchgesetzt. Das war die Lieblingsfarbe des damaligen Sportdirektors. Der hat seine Autos sehr, sehr gern natürlich in der Farbe Blau an den Start gebracht. Und der Mythos der beispielsweise des Alpine Berlinettes, der ist dann vor allem in den 80er Jahren nochmal sehr, sehr groß geworden. Und zu diesem Zeitpunkt hat dann Alpine auch seine Straßenwagen meistens in der Farbe Blau verkaufen können. Und dann zum Reboot der Marke 2021 war natürlich auch klar, dass Blau hier die Farbe ist, die Alpine zugeordnet ist. Und deswegen sehen wir sie auch auf den Formel 1 Boliden seit 2 Jahren oder seit 2 Saisons. Seit 2022 ist zusätzlich noch die Farbe Pink sehr, sehr präsent auf dem Auto. Das ist natürlich dem Sponsor BWT geschuldet, der auch schon bei vielen anderen Teams am Start war. Beispielsweise Force India, Racing Point, Aston Martin 2021 und seit 2022 dann bei Alpine. Kommen wir zum Team McLaren, was wir vor allem natürlich mit der Farbe Papaya Orange in Verbindung bringen. Ein sehr, sehr auffälliges, helles, leuchtendes Orange. Und das war auch schon 1968 so, als Firmengründer McLaren sich dann entschied, seine Autos orange zu lackieren. Das fiel vor allem natürlich auf im Fahrerfeld, was dann zwar immer noch sehr, sehr klassisch mit den Farben Weiß, Silber, British Racing Green und Rot vertreten war. Und Orange McLaren, das ist einfach damals sehr, sehr auffällig gewesen. Man hat ja dann so ein bisschen diese Identität zum Orange verloren. Das ist vor allem natürlich auch dem Sponsoring zu verschulden. Man musste da einfach Geld eintreiben. Sehr, sehr legendär ist beispielsweise das Marlboro Sponsoring in den 80ern und Anfang der 90er Jahre. Aber natürlich auch die Partnerschaft mit Mercedes, die McLaren-Mercedes-Zeiten. Da ist man dann natürlich eher im Silber angetreten. Aber dann 2017, 2018 gab es das Reboot Richtung Orange. Und ich finde, Orange ist einfach eine klasse Farbe, passt zu McLaren und ich bin froh, dass man sich da wieder auf die Tradition zurückgesinnt hat. Williams hat bei ihrer Farbgebung auch eine sehr, sehr interessante Historie. Wir verbinden Williams, denke ich, alle vor allem mit der Farbe Blau.
Allerdings war das erste Auto von Williams 1978 gar kein Stück blau. Es war nämlich sehr weiß mit grün und schwarzen Tönen. Das Blau, das kam dann erst ein Jahr später hinzu. Natürlich war hier auch das Sponsoring schuld. Und das hat sich dann einfach in den 80er Jahren vor allem so entwickelt, dass die Hauptsponsoren immer die Farbe Blau in das Auto getragen haben. Und als dann natürlich auch die ersten Erfolge, die ersten WM-Titel eingefahren wurden, wurde das Blau irgendwie dann auch Teil der Identität von Williams, vom Williams-Team. Und gerade in den 90er Jahren hat man dann natürlich die Autos sehr, sehr blau gehalten. Es gab natürlich auch hier wieder eine Ausnahme, nämlich 1998 und 1999. Als der Sponsor unbedingt die Farben Rot und Orange in das Auto tragen wollte. Ich finde diese beiden Lackierungen wirklich schrecklich. Ich weiß aber auch, dass ein paar von euch das gar nicht so schlimm fanden. Aber lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen, ob ihr unbedingt einen Williams immer in Blau haben müsst oder ob ihr euch das Williams-Team auch in einer anderen Farbe gut vorstellen könnt. Es fehlen noch drei Teams. Diese drei Teams sind alle erst im neuen Jahrtausend in die Formel 1 eingestiegen. Und natürlich ganz, ganz prominent ist das Red Bull Racing Team. Sehr, sehr erfolgreich natürlich auch bis in die heutige Zeit. Aber woher kommt eigentlich dieses Blau dieser roten Bullen? Die Antwort darauf ist natürlich gar nicht so Formel 1 bezogen. Wir sehen das ja auch bei anderen Red Bull Sponsoring Aktivitäten im Fußball oder bei anderen Extremsportarten, dass die Farbe Blau natürlich sehr, sehr präsent ist. Und die Red Bull Dosen selber sind natürlich auch blau, beziehungsweise blau und silber, wie wir das so kennen. Aber woher kommt die Farbe blau? Da muss man wirklich dann Dietrich Mateschitz fragen, beziehungsweise man hätte ihn fragen müssen vor seinem Tod. Es ist noch so ein bisschen ein Geheimnis. Man munkelt wohl, dass das Gelb und das Rot, das natürlich sehr, sehr leuchtend war, dass sich das damals in den 80er, 90er Jahren nicht so gut hätte vermarkten können in Europa, vor allem in Deutschland, in Österreich und in Ungarn, wo Dietrich Mateschitz sein Glück als erstes versucht hat. Und deswegen kam dann eher das klassische Blau und Silber hinzu, was dann natürlich das eigentliche Logo nochmal ein bisschen verstärken sollte. Es gibt ja auch die Legende, dass Dietrich Mateschitz dieses Design der Dose mit den Farben Blau-Silber, aber dann auch dem rot-gelben Logo einer professionellen Marketingfirma gezeigt hat. Die hätten das Design wohl zerrissen, aber Dietrich Mateschitz war das egal. Er ist dann trotzdem mit diesem Design, mit seinen Dosen an den Start gegangen. Und natürlich ging dann auch in den 90er Jahren die Erfolgsstory von Red Bull generell als Unternehmen los, und mit dem Kauf auch des Formel 1 Teams hat sich dann die Farbe Blau auch durchgesetzt auf dem Auto, und man sieht es ja auch bis heute, dass Red Bull sich relativ wenig traut im Design. Man hat einfach da sein Design mittlerweile gefunden und ändert es nicht mehr so sehr, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber wirklich nüchtern gesehen sind die Autos doch irgendwie sehr, sehr speziell und auf jeden Fall einzigartig. Die Scuderia Alfa Tauri ist ja ebenfalls ein Red Bull gestütztes Team, und hier ist es auch sehr, sehr nüchtern. Alfa Tauri ist die neu gegründete Modemarke von Red Bull, und hier wurde einfach aus professionellen Gründen dann auf dieses sehr, sehr dunkelblau und das Weiß gesetzt. Ich denke, es hebt sich ganz gut ab. Es ist aber auch von der reinen Farbgebung ein bisschen langweilig. Interessanter ist hier, wenn man noch beispielsweise die Historie der Scuderia Toro Rosso betrachtet, wie das Team ja eigentlich früher hieß. Ebenfalls die roten Bullen, nur auf Italienisch. Am Anfang hatte man eigentlich die gleiche Farbgebung wie das große Schwesterteam. Man hat sich da, finde ich, ein bisschen mehr sogar getraut. Also ich fand die Autos von Toro Rosso immer ein bisschen vom Look aggressiver als die normalen Red Bulls. Man hatte dann auch ein blau-rotes Design, was vor allem an die Marke Red Bull Cola ein bisschen angelehnt war. Aber wie gesagt, 2020 dann der Change zu Alpha Tauri und zu diesem sehr klassischen Weiß und Dunkelblau. Und natürlich Haas, unser aller Lieblingsteam, geht normalerweise immer mit den Farben Weiß, Schwarz und Rot an den Start. Rot ist auch das Logo von der Haas Incorporation, der Firma von Gene Haas, die in vor allem im amerikanischen Raum sehr, sehr viel Werkzeug und andere elektrische Geräte verkauft. Auch das NASCAR-Team von Gene Haas geht mit diesen Farben an den Start. Oft ist auch natürlich auch noch so ein bisschen ein Grau dazu gemixt. Ich finde das ein bisschen langweilig, kann natürlich aber auch verstehen, dass da Haas nicht groß was verändert, außer wenn Sponsoren reinkommen, wie wir es beispielsweise einmal mit Rich Energy und dann auch mal mit Uralkali hatten. Das muss man natürlich auch hier nachvollziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern ein Like da, abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, und hier habe ich ein sehr, sehr ähnliches Video für dich.
zu den Historien der Formel 1 Teams, die aktuell an den Start gehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, also mach's gut, bis dann, ciao.